Und da bin ich gespannt, wie ich ausschaue. Eine Minute, 37 Sekunden später. Zwei. Drei. Oh mein Gott. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ich befinde mich momentan im Urlaub hier in Gmunden. Auch ich habe mir mal wieder Urlaub verdient. Natürlich ist es ein Skiurlaub, wenn Urlaub, dann gibt es bei mir nur Snowboardurlaub. Da wird gefahren. Und ganz spontan habe ich mir überlegt, ich werde mir heute die Haare färben. Ich habe da etwas eingekauft. Ich habe mir gedacht, ich kann das selber. Ja? Ich werde einen Selbstversuch starten. Ich werde mir zum ersten Mal in meinem Leben die Haare färben. Ich bin schon relativ gespannt, ob das was wird oder nicht. Denn normalerweise macht das bei mir immer der Friseur. Prinzipiell habe ich auch vorgehabt, meine Haare jetzt noch einen Monat so zu lassen. Denn ich habe Videos vorproduziert für den Jänner. Und ich wollte nicht, dass ich in einem Video brünett bin und im nächsten Video bin ich dann wieder blond. Ja, richtig. Ich habe hier braune Farbe eingekauft. Ich habe ursprünglich auch dunkelblonde Haare. Dementsprechend habe ich mir diese Farbe hier besorgt, aber ich war einfach im Biber zu neugierig und will mal schauen, ob ich das Ganze einfach kann. Also ich habe mich da schon eingelesen, das kann ja nicht so schwierig sein, oder? Man nimmt diese Farbe, klatscht sich am Kopf, wartet 20 Minuten, dann wäscht man es aus und fertig. So stelle ich mir das halt mal vor, aber wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren und sehen, wie das Ganze da eigentlich funktionieren soll. Okay, Bedienungsanleitung. Brauche ich nicht. Developer Cream. Das ist die Farbe. Also ich habe hier Developer Cream und Colorant Cream. Was habe ich da noch? Conditioner with Hazelnut. Also so viel kenne ich mich aus, dass ich weiß, das ist ein Conditioner, ist eine Pflege. Das tut man sich, glaube ich, zum Schluss, wenn man fertig ist. Hinein. Ich bin prinzipiell kein Mensch, der Bedienungsanleitungen liest, deswegen werde ich das einfach mal so probieren. Ich nehme an, dass ich diese zwei Dinge zusammenmischen muss. Schaut ganz danach aus. Was ist das? Ah, okay, da werde ich das wahrscheinlich drinnen anmischen. Okay, ich muss Handschuhe dabei tragen. Worin soll ich denn das anmischen? Ja, ich darf, das sind Rosanes. In was für ein Rosanes? Ah, okay, ah, ich tue das da rein. Schaut aus wie eine Kaffeemaschine. Yeah! Oder ganz viel Dünnschiss auf einmal. Den letzten Rest auch noch. Schaut ein bisschen so aus, als hätte ich mal was aus dem Rücken gedrückt. Gut, das ist drin und jetzt vermengen. Kann ich das einfach schütteln? Ja. Ich bin echt schon gespannt, wie das dann aussieht, wenn ich mir das alles am Kopf gebe. Und zack, so, jetzt im Badezimmer. Ihr müsst jetzt mal meine Kamerakonstruktion sehen. Ich habe mein Stativ vergessen. Dementsprechend, mein neues Stativ besteht aus Happy Day Orangensaft, irgendeine Skiunterwäsche, Milch, zweimal Sugo, klassischerweise natürlich Spaghetti. Alles natürlich keine Produktplatzierungen. Jetzt geht's weiter, liebe Freunde. Jetzt wird's spannend. Jetzt nehmen wir zum einen mal die Handschuhe. Ja, das sind ja Frauenhandschuhe. Wie soll ich da reinkommen? Das sind Frauenhandschuhe. Sicher. Ja, super, Alter. Schau das an. Ja, es ist halt ungesund für deine Hände. Ja, das ist ja mir wurscht, ob das ungesund für meine Hände ist. Du hast so braune Flecken danach. Ja, das ist ekelhaft. Ja, ah, da, hier, da ist noch ein größerer. Das ist kein größerer. Sicher. Ja, ich habe auch, der ist größer. Ja, ist ja wurscht, Alter, das nervt mich, das ist mir jetzt zu deppert. Gut, wie man sieht, ich bin in den Handschuhen drin, hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt geht's einfach ans Auftragen, ist ja wurscht. Also ich nehme an, ich muss mir das einfach am Kopf klatschen und dann einmassieren. Ich glaube, das ist alles, was ich machen muss. Okay, ich versuche jetzt einfach Scheitel für Scheitel da weiterzumachen. Wie man schon hier sehen kann, habe ich schon einen argen Ansatz. Wie gesagt, der Plan war einfach zu warten, bis ich alle Videos fertig habe und gepostet habe, aber ja, kein Bock mehr. Okay, keine Ahnung, wie viel man da nimmt, aber ich tue einfach mal ein bisschen was drauf. So, weil, schaut sich das mal an. Nächster Scheitel. Einfach mal da so ein bisschen was drauf klatschen, ist ja wurscht. Mittelscheitel auf Leinwand. Und da weiter. Aber hinten brauche ich auch noch was. Ja, machen wir einfach mal so. So.
Und den Rest hoppla. Und den Rest verteilen wir einfach mal so. Dann da noch. Gut, und jetzt glaube ich das Ganze einfach einmassieren. Witzig! Schau aus, als hätte ich so ein Kondom am Kopf. Ich bin echt schon gespannt auf das Endergebnis. Also ich hoffe, dass das halbwegs nach was ausschaut. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich natürlich wieder mal keinen Plan von Tuten und Blasen habe und dementsprechend das Ganze irgendwie ausschauen wird. Aber egal, es kommt ein Bonner. Ohne Assistenz ist das Ganze natürlich nicht möglich. Also don't try this at home alone. Nervenzusammenbrüche sind nämlich sonst vorprogrammiert. Perfekt. Ich werde das jetzt einfach mal 20 Minuten einwirken lassen. 20 Minuten einwirken lassen und dann schauen wir, wie das Endergebnis aussieht. 20 Minuten später und wie man erkennen kann, sind meine Haare schon um einiges dünkler. Der nächste Schritt ist jetzt schnell unter die Dusche, den ganzen Schmodder aus meinem Kopf waschen, dann mit diesem Hazelnut Coconut Conditioner einmal drüber und dann bin ich gespannt, wie ich ausschaue. Eine Minute, 37 Sekunden später. 2, 3. Oh mein Gott. Das ist ja komplett dunkel. Wie schaut denn das aus? Das schaut ja... Das ist ja fast schon schwarz. Das ist so weit entfernt von meiner natürlichen Haarfarbe. Oh mein Gott. Das war deine Idee. Ja, keine Ahnung, Freunde. Ich schaue aus wie ein Trottel. Sogar mein Bart ist heller. Sogar mein Bart ist heller als mein Haupthaar. Ja, okay, ich werde es jetzt nochmal ein bisschen trocknen, ein bisschen föhnen, dann werden es, glaube ich, nochmal etwas heller. Dann schauen wir es uns danach nochmal an. Besser wird es nicht. Ich finde, ich schaue aus wie so ein Mondschichi. Da merkt man halt wieder Vorstellung versus Realität. Die Pakete verheißen einfach was ganz anderes. Aber der Vorteil ist, das Ganze ist nur eine Tönung. Das bedeutet, je öfter ich mir die Haare wasche, desto eher wäscht sich das Ganze noch aus. Zufriedenheit sieht anders aus. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Das ist jetzt leider der Look, an den ihr euch gewöhnen müsst. Vor allem die Abwechslung wird dann sehr spannend. Da kommen Videos, da bin ich blond. Dann sind wieder Videos, da bin ich brünett. Ist das nicht. Ganz ehrlich, das ist nicht brünett. Das ist einfach... Kackbraun oder so. Falsche Entscheidung. Okay. Wenn ihr witzig findet, was da für ein Endresultat herausgekommen ist, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Liked auch das Video, wenn es euch geholfen hat, euch selbst die Haare zu färben. What the fuck. Wie auch immer, Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video, dann vermutlich aber wieder blond. Bis dahin, euer Kackbrauner Maximilian.